ze sprawą następujące. W Jałcie podjęto decyzję o przesunięciu granicy. Naja, also in Jalta hat man ja festgelegt, die Grenzen des polnischen Staates zu verschieben nach Westen. Ale to była tylko deklaracja polityczna, nie prawo. Das war aber nur eine Deklaration, es war kein Rechtsakt. Prawo pojawiło się dopiero w Poczdamie w końcu lata 1945 roku. Ein Rechtsakt dahingehend wurde erst auf der Konferenz von Potsdam Ende 1945. Natomiast tak zwane dzikie wypędzenie tej wsi i całego obszaru mniej więcej 100 km od Odry na wschód miało miejsce w czerwcu, czyli przed Poczdamem. Aber die wilden Vertreibungen, die unorganisierten, staatlich unorganisierten Vertreibungen, die kamen da in dem ganzen Zeitraum davor, vor Potsdam. Ja, ja. I dlaczego to miało miejsce i z jakiego powodu? Und warum kam es dazu? Und welche Gründe das hat? Welche Gründe, ja. A więc problem polegał na tym, że skończyła się wojna i mnóstwo Polaków, którzy jako robotnicy przymusowi byli na wschodzie, w Niemczech, wracali do kraju. Ale dowiadywali się w międzyczasie, że Warszawa jest zniszczona, że jej wsie są zniszczone i postanawiają zostać tu, bo nie mają gdzie. Es war folgendermaßen, wie wir gestern auch schon gehört haben, gab es ja etwa 2 Millionen polnische Zwangsarbeiter auf dem Gebiet der Deutschlands und die sind dann natürlich nach dem Krieg dann zurückgegangen, haben dann aber auch erfahren, dass das Land zerstört ist, dass Warschau zerstört ist, vielleicht auch ihre alte Heimat zerstört ist und haben dann beschlossen, auch sich in diesen Gebieten anzusiedeln. Albo nie mieli, byli biedni i tu mieli szansę uzyskanie gospodarstwa. Oder sie waren einfach arm und haben hier die Möglichkeit gehabt, ein Gut aufzubauen. Ne? Und ich dachte, das ging von Russland aus, weil sie die Ukrainer loswerden wollten. Langsam, langsam. To była jedna grupa ludzi.